Heute zeigen wir Ihnen die Montage des ABS-Steuergeräts ATE MK60. Mit der HCU steht das hydraulische Steuergerät markenunabhängigen Werkstätten im freien Kfz-Teilehandel erstmals als Neuteil zur Verfügung. So kann die HCU einfach ersetzt und die elektronische Steuereinheit weiter genutzt werden. Neben dem hydraulischen Steuergerät ist auch umfangreiches Zubehör und eine Montageanleitung im Lieferumfang enthalten. Lesen Sie die Montageanleitung vor Beginn der Arbeiten sorgfältig durch. Beachten Sie vor allem die Hinweise und folgen Sie den Piktogrammen. Stellen Sie sicher, dass die Verpackung des Neuteils unbeschädigt ist und packen Sie die HCU aus. Die rote Montagesicherung bleibt während des kompletten Montagevorgangs in Position. Diese darf erst im Motorraum beim Anschließen der Bremsflüssigkeitszulaufleitungen entfernt werden. Im Zubehör sind zwei Befestigungsschrauben und sechs Verschlusskappen enthalten. Die Verschlusskappen werden bei der Demontage der defekten MK60 benötigt, um das Auslaufen von Bremsflüssigkeit zu vermeiden. Die Position der MK60 unterscheidet sich je nach Fahrzeug. Bitte beachten Sie die Angaben der Fahrzeughersteller. Lösen Sie die Schrauben und trennen Sie vorsichtig die hydraulische von der elektronischen Steuereinheit. Ziehen Sie die Teile möglichst gerade auseinander. Greifen Sie hierfür an den Aluventilblock und nicht an den Motor. Bitte achten Sie darauf, dass Sie die sensiblen elektronischen Teile wie Steckerkontakte, Dichtflächen und den Kontaktpin nicht berühren. Beachten Sie außerdem ESD-Schutzmaßnahmen. Details hierzu finden Sie ebenfalls in der Montageanleitung. Entfernen Sie das Schutzpolster. Stecken Sie das neue hydraulische Steuergerät vorsichtig auf das elektronische Steuergerät. Hierfür ist kein erhöhter Kraftaufwand erforderlich. Achten Sie dabei auf die richtige Position und darauf, dass die Teile nicht verkanten. Verschrauben Sie die Komponenten unter Zuhilfenahme der mitgelieferten Schrauben. Nutzen Sie einen Drehmomentschlüssel. Angaben zu den Drehmomenten finden Sie in der Montageanleitung. Bitte achten Sie nach wie vor darauf, die Steckerkontakte nicht zu berühren. Die rote Transportsicherung und alle Bremsflüssigkeitsverschlussschrauben dürfen erst im Motorraum bei der Endmontage entfernt werden. Anschließend kann die MK60 im Fahrzeug verbaut werden. Bitte beachten Sie hierzu zwingend die Informationen in der Montageanleitung und Vorgaben des Fahrzeugherstellers, um einen sicheren Fahrzeugbetrieb zu gewährleisten.